Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute wieder in meiner Heimat in Nordhessen unterwegs. Und zwar begebe ich mich heute zu einem Ort mit sehr, sehr spannender und interessanter jüngerer Geschichte. Also ich verrate euch schon mal so viel. Hier wurde unter anderem schon nach dem berühmten Bernsteinzimmer gesucht. Und im Kalten Krieg wurden hier Atomwaffen gelagert. Also wenn ihr mehr wissen möchtet, dann kommt einfach mit. Ich befinde mich jetzt hier an einem ehemaligen Sonderwaffenlager oder auch auf Englisch die Abkürzung SAS, Special Ammunition Storage. Und zwar wurde dieses Sonderwaffen- oder Sondermunitionslager im Kalten Krieg dazu genutzt, um unter anderem Atomwaffen bzw. atomare Munition hier zu lagern. Ja, das Lager wurde 1962 gegründet und aufgelöst dann 1992. Und das Ganze, das diente eben dazu, um der Bundeswehr im Rahmen der sogenannten nuklearen oder atomaren Teilhabe, ist eben im Falle des Falles, also sprich, wenn der damalige Warschauer Pakt, in Deutschland einmarschiert, wäre es eben der Bundeswehr zu ermöglichen, ebenfalls mit Nuklearmunition sich verteidigen zu können bzw. diese nutzen zu können. Bei den Sprengköpfen, die hier gelagert wurden, handelte es sich um sogenannte taktische Atomwaffen, im Gegensatz zu den über weite Distanzen und nicht im direkten Gefecht eingesetzten strategischen Atomwaffen, wie zum Beispiel einer Interkontinentalrakete, verfügen die taktischen Atomwaffen über weit weniger Sprengkraft und Reichweite. Jedoch können sie wesentlich gezielter eingesetzt werden und haben eine weitaus größere Zerstörungskraft als konventionelle Waffen. Ja, was wurde hier im Speziellen gelagert? Und zwar waren das einmal nukleare Artilleriegranaten bzw. Artilleriegeschosse, die von dem hier ansässigen oder ehemals ansässigen Artilleriebataillon hätten verschossen werden können. Und zwar waren das Geschosse, die geeignet waren für die ehemaligen Panzerhaubitzen M109 und M110. Und ja, die hätten dann die entsprechende Artilleriereichweite von mehreren Kilometern gehabt. Genaue Zahl kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ich werde es hier nochmal einblenden im Nachhinein. Und die wären dann entsprechend im Falle des Falles an die Bundeswehr ausgegeben worden. Und zusätzlich zu diesen Artilleriegranaten wurde hier noch der oder die sogenannte Honest John gelagert, beziehungsweise die Gefechtsköpfe für diese. Ja, das war eine Feldrakete bzw. ein raketengestütztes System, was von kleinen Startrampen abgeschossen werden konnte und eben dann auch mit nuklearer Munition bestückt worden wäre. Auch 30 Jahre nach Aufgabe des Waffendepots ragt der Hauptwachturm noch immer wie ein stummer Wächter in den Himmel, der mit Panzerglas und für die damalige Zeit modernster Technik ausgestattete Beobachtungsposten war Dreh- und Angelpunkt des Lagers. Er war für 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr besetzt. Ja, ich finde das halt immer wieder krass, wenn man darüber nachdenkt, dass wir hier in Mittelhessen bzw. in Nordhessen, dass wir damals im Kalten Krieg direktes Kampfgebiet gewesen wären bzw. Aufmarschgebiet. Das ist ja eine von den Hauptvorstoßrichtungen bzw. von der Hauptvorstoßrichtung, die von der NATO prognostiziert wurde. Das war ja das sogenannte Fulda Gap, die Fulda Bresche oder Fulda Senke. Und da wäre eben der sowjetische
Hauptvorstoß erfolgt. Und ja, das wäre dann quasi einmal direkt hier bei uns durch die Region durchgegangen. Und auch hier im Zuge von diesem Sonderwaffenlager, wovon es natürlich in Deutschland noch einige gibt, aber eben auch diese Sonderwaffenlager, das wären natürlich früher potenzielle Nuklearangriffsziele gewesen. Und ich finde das halt echt krass, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, ich bin 82 geboren, ich war zu der Zeit ein kleiner Junge und habe das eben alles nur so am Rande mitbekommen. Aber ja, wenn man da eben so drüber nachdenkt, also wir wären quasi weg gewesen hier. Auch hier bei uns in der Nähe, das Hattenbacher Dreieck in der Nähe von Kirchheim. Das wäre natürlich auch, was heißt natürlich, das wäre auch eins der strategischen Ziele gewesen, um eben die Infrastruktur hier in Deutschland lahmzulegen. Weil wäre ja so gewesen im Kalten Krieg, wären natürlich wir hier in Deutschland, wir wären das Hauptschlachtfeld gewesen. Ne? Das wäre nicht Amerika gewesen, das wäre nicht Russland gewesen, zumindest zunächst nicht. Aber das hätte sich eben alles hier auf deutschem Boden abgespielt. Die meisten der Bunker befinden sich an der Oberfläche, jedoch gab es auch einige unterirdische Anlagen. Heute wird das Gelände von der Stadt und einigen Vereinen genutzt. Das Waffenlager war in mehrere Sicherheitsbereiche unterteilt. Zum inneren Ring, in welchem die Atomwaffen gelagert wurden, hatten nur Amerikaner Zutritt. Deutsche Soldaten nur in Ausnahmefällen und in Begleitung von mindestens zwei amerikanischen Offizieren. Dieser Bereich war zudem amerikanisches Hoheitsgebiet und somit kein deutsches Territorium mehr. Es gab umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel Infrarotschranken, Kameras, Stahlspieße im Boden, die gegen Hubschrauberlandungen schützen sollten, sowie verstärkte Tore, welche auch dem Beschuss mit Panzerabwehrhandwaffen standhalten konnten. Sollte es einem Unbefugten dennoch gelingen, in einen der Atombunker vorzudringen, wäre ein Mechanismus ausgelöst worden, welcher eine 3 Tonnen schwere Matte aus Stacheldraht von der Decke gelöst hätte, mit der Aufgabe, den Eindringling zu erschlagen. Ja, viele Menschen hier aus der Region, die wussten halt tatsächlich gar nicht, was sich hier eben so abgespielt hat in der Zeit von 62 bis 93. Und das ist auch heute noch so. Ich meine, die meisten wissen ja natürlich, da war irgendwas, da war ein Waffenlager, ein Munitionslager der Amerikaner. Aber dass hier tatsächlich Atomwaffen gelagert wurden, das wissen eben wirklich viele Leute auch nicht. Es war halt wirklich eben auch, also es war echt sehr, sehr geheim gehalten, das Ganze. Und auch in Bundeswehrkreisen, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass die Bundeswehr hier ja nicht Schirmherr dieser Anlage war. Die Bundeswehr war hier wirklich nur dafür zuständig, quasi die eigentlichen Bewacher, also die Amerikaner, zu bewachen. Das Bewachen der Bewacher. Aber nichtsdestotrotz wurden natürlich da die ganze Geschichte auch sehr, sehr ernst genommen. Das hat sich dann auch insofern wiedergespiegelt. Da gab es wohl mal einen Vorfall, wo ein Soldat irgendwie das ein oder andere Foto im Familienalbum hatte und das halt gezeigt hatte. Und das konnte man eben mit dem Lager hier in Verbindung bringen. Und der hat dann natürlich eine sehr, sehr empfindliche Strafe dafür bekommen. Also das war eben schon wirklich kein Spaß. Selbst die amerikanischen Bewacher
wussten nicht immer, zu welchem Zeitpunkt scharfe Atomwaffen eingelagert waren. Hubschrauber und Lastwagen tauschten die Munition regelmäßig aus. Damit sollten die damaligen Ostmächte im Unklaren gelassen werden, ob gerade scharfe Waffen oder Attrappen gelagert wurden. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als kleiner Junge, wenn man hier hinter den Bäumen hier hinten, wenn man da auf der Hauptstraße lang gefahren ist, gerade abends, da hat man dann immer hinter den Baumwipfeln so einen gelblichen Lichtschein wahrnehmen können. Und ja, das lag halt wie so ein Schleier hier auf der Region. Und das war eben hier das Licht des Sonderwaffenlagers. Und das war schon immer, ja, was heißt gespenstisch? Ich habe ja da keine hundertprozentige Erinnerung mehr dran, aber ich weiß eben noch, dass ich das so ein bisschen als gruselig wahrgenommen habe. Aber dann später hat man da eben auch nicht mehr nachgefragt. Deswegen, also ich war jetzt auch erst seit, ja, was weiß ich, würde jetzt sagen, seit so 10, 15 Jahren, seitdem man sich so ein bisschen hier mit der Geschichte aus der Region dann auch nochmal beschäftigt hat, dass hier eben wirklich früher Atomwaffen vor der eigenen Haustür lagen. Wenn man vor dem aktuellen Hintergrund darüber nachdenkt, was hier früher gelagert wurde, ist das ein wirklich beklemmendes Gefühl. Ich dachte bis jetzt immer, dass der Kalte Krieg mehr oder weniger vorbei ist und wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Vielleicht war es naiv, aber nie hätte ich gedacht, dass wir Kinder der 80er Jahre noch einmal eine Zeit erleben werden, in der der Einsatz von Atomwaffen wieder so realistisch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Kommen wir jetzt zur zweiten Besonderheit von diesem Ort. Und zwar ist das, was ihr hier seht, dieses freie Feld bzw. diese große Freifläche hier, die hat nicht unmittelbar was mit dem Sonderwaffenlager zu tun. Ich meine, das kam dem natürlich zugute, weil man hier wirklich weit ins Gelände hin aufklären konnte, ja. Aber im eigentlichen Sinne war eben diese Freifläche hier im Zweiten Weltkrieg ein Einsatzflugfeld der deutschen Luftwaffe. Ich befinde mich jetzt hier genau an der Stelle, wo sich früher die Start- und Landebahn befand. Die Flugzeuge starten in Nord-Süd-Richtung. Hauptsächlich waren hier Bf 109 Messerschmitt sowie auch die Ju-87 Stuka stationiert. Durch die strategisch günstige Lage im Herzen Deutschlands konnten verschiedene Luftkampfeinheiten von hier zu wichtigen Einsätzen an der Westfront starten, unter anderem der Ardennenoffensive im Winter 1944. Für die Alliierten geht auch im Rahmen des weiteren Vorstoßes nach Deutschland vom Einsatzflugfeld Ziegenhain eine nicht unerhebliche Gefahr aus. Am 24. März 1945, nur wenige Wochen vor Kriegsende, wird der Befehl erteilt, das Einsatzflugfeld zu bombardieren. Im Zuge von diesem Bombenangriff wurden hier über 350 Tonnen Bomben abgeworfen. Und wenn man sich das mal so vorstellt, also 150 Flugzeuge, das waren hauptsächlich B-17 Flying Fortress. Und ja, das sind halt wirklich schon große Maschinen und davon 150. Also wenn man sich das so vorstellt, das ist schon nicht ohne da. Da wurde es auf jeden Fall dunkel. Also das ist schon echt, das ist schon eine Größenordnung. Und das wissen eben auch recht viele Menschen hier aus der Region gar nicht, ja, in was für einem Rahmen sich das hier abgespielt hat. Na klar, es weiß so gut wie jeder, dass hier irgendwo bei Röhrshain, da war früher ein Flugfeld und das ist auch mal bombardiert worden. Aber eben die Größenordnung. Ja, und das Problem an der ganzen Geschichte war auch noch, dass eben dieser amerikanische Bomberverband, der hatte zuvor schon ein anderes Ziel hier in Deutschland bombardiert und war nur ganz kurz zum Auftanken wieder zurück in England und ist dann am gleichen Tag noch, nach nur ganz kurzer Pause,
eben wieder hier Richtung Mitteldeutschland geflogen. Und dementsprechend ja, hat sich dann der ganze Angriff hier auch gestaltet. Also aufgrund der geringen Pause und der geringen Ruhezeit sind die Bomben hier nicht allzu präzise gefallen. Ich meine, gut, klar, der Großteil natürlich schon. Aber es sind eben wirklich auch einige Bomben hier rundum in den Dörfern eingeschlagen. Die noch heute erhaltenen Gebäude der ehemaligen Kommandantur des Flugfeldes werden heute bewohnt und haben sich zu einer kleinen Siedlung weiterentwickelt. Das Gelände sowie der Wald im Hintergrund wurden damals von einigen schlecht platzierten Bomben getroffen. Noch heute kann der aufmerksame Beobachter die Bombenkrater am Waldboden erkennen. Auch im Nachbarort Röhrshain gab es einige Bombentreffer. Sie zerstörten unter anderem die Kirche und auch einige Bewohner wurden getötet. Die Hauptbombenlast des aus alliierter Sicht erfolgreichen Einsatzes fiel auf das Gelände der Start- und Landebahn. Es wurden über 1100 Einschläge verzeichnet. Die ganze Gegend verwandelte sich innerhalb weniger Minuten in eine Mondlandschaft. Ist auch noch gar nicht so lange her, vor ein, zwei Jahren würde ich jetzt schätzen, ist auch hier so diese Richtung, ein paar hundert Meter vielleicht, wurde eine Fliegerbombe entdeckt, also noch ein Blindgänger von damals, der noch scharf war. Der lag auch nicht tief im Erdreich drin, also es war kein Meter. Und ja, der wurde dann entsprechend dann natürlich entschärft. Aber naja, das wird nicht der einzige Blindgänger sein, der sich hier noch im Boden befindet. Weil ihr habt ja jetzt die Bilder gesehen. Und naja, wenn ihr hier so schaut, diese riesige freie Fläche hier. Ich meine, es ist der ein oder andere Acker drauf, natürlich, das wird bewirtschaftet. Aber da liegt garantiert noch das ein oder andere in der Erde. Nach dem Bombenangriff und in der Zeit nach dem Krieg kamen die Menschen aus den umliegenden Dörfern auf das ehemalige Flugfeld und verwerteten die noch brauchbaren Überreste. Einer der Zeitzeugen berichtet, dass aus den Zusatztanks der Flugzeuge teilweise Futterdröge für das Nutzvieh hergestellt wurden. Einer der Anwohner baute sich aus eben jenen Zusatztanks sogar ein Boot. So, den Hügel, den ihr da hinten seht, müsst ihr euch vorstellen, der ist von der anderen Seite fast komplett hohl, also das ist ein Steinbruch. Und eben da oben auf diesem Hügel, da hat sich früher eine Burg befunden, die sogenannte Landsburg. Ja, nach dieser Burg ist auch das Dörfchen benannt, was sich da daneben befindet. Und ja, eben von dieser Landsburg ausgehend, so munkelt man schon von früher her, gab es eben auch noch Tunnelverbindungen, die bis hierher zu den Bunkeranlagen von dem Sonderwaffenlager geführt haben sollen. Wobei diese Bunkeranlagen, die gab es natürlich auch schon zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und die Zeitzeugenberichte aus den umliegenden Dörfern, die besagen eben auch, dass diese schon vorhandenen Bunker eben nicht gesprengt worden sind. Ja, das heißt, die sind wohl noch teilweise intakt, wurden natürlich in irgendeiner Form versiegelt, aber nichtsdestotrotz haben diese Spekulationen dafür gesorgt, dass hier tatsächlich Menschen das Bernsteinzimmer gesucht haben. Ja, also das waren auch keine Hobby-Schatzsuche, das war wirklich damals, ich weiß nicht mehr genau wann das war, das ist einige Jahre her. Und es hat sogar bis in die Bild-Zeitung geschafft, also das war schon nicht ganz so ohne. Das Unterfangen wurde dann allerdings auch abgebrochen, weil A, zu gefährlich und B, gab es dann natürlich entsprechend keine Grabungsgenehmigungen mehr. Aber naja, nichtsdestotrotz hat man hier danach gesucht und irgendwie muss ja schließlich ein bisschen was zumindest dran gewesen sein, dass man überhaupt auf den Gedanke kam, hier danach zu suchen. Die Schatzsucher zogen schließlich wieder ohne nennbare Erfolge ab. Man kam zu der Erkenntnis, dass sollte das Bernsteinzimmer jemals hier gewesen sein,
es durch die Arbeiten und Sprengungen im Steinbruch mittlerweile sowieso zerstört worden wäre. Ich für meinen Teil glaube, dass mit Sicherheit noch das ein oder andere gut gehütete Geheimnis tief unter der Erde darauf wartet, entdeckt zu werden. So, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Information vermitteln. Und wenn ihr Bock habt, mich auf weiteren Videos zu spannenden Orten zu begleiten, schaut doch gerne in meine anderen Videos rein. Ich verlinke euch das hier oben und würde mich auf jeden Fall freuen, euch im nächsten Video wieder mitnehmen zu dürfen. Also, bis dahin.